Hallo und herzlich willkommen zu Super Meatboy. Ich bin's wieder, euer Hell und 1986, der hier immer noch in der Cotton Alley hängt. The Cotton Alley. Ja, und wir wollen die Cotton Alley jetzt endlich mal hier hinter uns bringen. Und wir haben wieder die schöne, süße, putzige, geile, tolle, klassische Musik. Hopscotch. Ja, dann wollen wir mal. Das war ja das Level, genau, wo man erstmal runterfliegen kann. Und nochmal runterfliegen. Und am besten wahrscheinlich gleich nochmal runterfliegen. Oder einfach in die Kreissäge fliegen kann. Ja. Das Level, was ich so partout bisher noch so gar nicht kann. So, hier drüber. Ja, weil man wird hier auch unterschiedlich hochgeboostet. Je nachdem, von wie weit oben bzw. wie weit unten seitlich man hier so reintrifft. Genau. Es ist hier voll im Weg. Aha. Ja. Ich kann euch versprechen, wahrscheinlich wird die ganze Folge nur dieses Level beinhalten, bei meinem Glück. Beziehungsweise bei meinem im gerade technischen Können hier. Ich hasse dieses Teil. Ich hasse es jetzt schon, ganz ehrlich. Die Idee als solches ist richtig geil, aber die Umsetzung ist einfach nur so pervers schwer gemacht worden. Ja, komm, komm mal, vielleicht unten drunter. Wow. Ich bezweifle, dass das so gedacht war, aber naja, wir sind schon mal ein Stückchen weitergekommen. Hooray. Das ganze Ding geht irgendwie 50 Sekunden oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. So, hier drüber. Sehr schön. Gibst du mir genug Schwung? Ja, du gibst mir genug Schwung. Aber da habe ich jetzt... Da war! Da war! Ich habe das Ende gesehen. Ich habe Licht am Ende des Tunnels gesehen. What? Warum beschleunigst du mich dazu? Aha. So komisch. Da war er schon. Nein. Da gibt es den einen Nullpunkt, den einen Punkt, wo man nicht beschleunigt wird, in keine Richtung mehr. Und wer erwischt ihn? Ganz genau ich. Oh, ey. Das ist doch mehr Glück als Können, was man hier braucht, ganz ehrlich. Nein. Hauptsache, wir müssen hier das Steuerkreuz wie bekloppt da hin und her machen. Wobei ich eben gerade mit dem D-Pad spiele, wodurch das doch etwas vereinfacht wird mit dem Hin und Her. Aber inwiefern ist dann hier auch wirklich vereinfacht, das weiß ich noch nicht. Ah, drunter hergesneakt. So, schnell nach oben beschleunigen lassen, sehr schön. Ja, 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 ja. Oh, danke schön, danke schön, danke schön mit Grade A. Und da fliegen sie alle. Alle Bandage Girls fliegen hoch. Alle Bandage Girls fliegen hoch. Hooray, alle Bandage Girls fliegen hoch. Und ja, dann sind nur noch drei übrig. Oh. Ja, übertreib doch. Natürlich. Schieß doch von allen Seiten auf mich. Okay. Es gibt hier genau dort den einen Punkt, wo man so schön durch kann. Und dann muss ich das da hinten noch expandieren. Ja, wie auch alles hier gleichzeitig schießt, ey, ist ja schon mehr feierlich. Alto! Auf so viele Sachen kann man sich doch fast gar nicht konzentrieren. So, hier schön durch, da schön durch, da schön durch. Na, ja, okay, man muss ein bisschen mit Speed durch. Oh ja, da war ich doch schon fast so zu der Hälfte, drei Viertel sozusagen direkt am Ende. Zumindest gefühlt sah das so aus. Nein. Yep, yep. Nein. Sehr schön, sehr schön. Genau, wir laufen ja einen Bullet dahinter, ja? Nein, ah, da schießt ja der da oben auf. Ah, man hat auch nicht wirklich viel Zeit zwischen den einzelnen Bullets dann zu laufen. Bin echt gespannt, welche... Was hat mich denn da jetzt mit? Welche Kugel? Die von da oben, ja. Geil. Diese Schräge da. Ey. Die Idee ist geil. Aber... Ja, hier durchzukommen, das ist nicht einfach. Ja, ja, nee, da kann ich direkt sterben, weil hat er die Springtaste nicht genommen. Okay, wie muss ich da am besten springen, besonders an der rechten Wand, die hat mir bisher angetan.
Ich erkenne mich selbst im Teil hier gar nicht dazwischen. Was soll denn das? Ich glaube, ich habe da einen relativ safe Spot gerade gesehen, wo man sich mit einem Sprung aufhalten könnte. Ja, genau. Ja, aber nee. Nee, man muss hier relativ zügig unten durch. Man muss einmal durch und dann hat man das. LOL, wie armselig ist das denn? Ich kann durch die durchlaufen. Ich dachte, es wäre zumindest aber nö, aber hier 50.000 Stück und dabei ist das so einfach. Man hätte einfach nur laufen müssen und anstatt darüber zu springen. Ey, das soll man mal wissen, bitte. Okay. Oh nein. Bitte sind. Oh nee, das ist doch der Boden, der. Ja, okay. Das ist der Boden, der abgebaut wird. Das heißt, da möchte ich natürlich hier vorsichtig durch. Aha. Das hat doch auch wieder nur mit Glück zu tun, wo die Dinger landen, oder? So. Nein! Was war das denn? Waren wir auch schon fast durch? Oh, oh. Muss ich auf jeden Fall zum Schluss einen großen Sprung machen. So. Dichter weg, dichter weg, dichter weg, dichter weg und... Okay. Oh Gott, Knöpfchen drücken. Knöpfchen drücken, ja, Knöpfchen verfehlt, wahrscheinlich alles vorbei. Naja, nee, allein schon zeittechnisch ist jetzt alles vorbei. Okay, Knöpfchen drücken. Aha, jetzt auch noch Geschwindigkeit-Knöpfchen drücken, ja, genau, und diesen einen Eingang da verfehlen. Ich wollte gerade sagen, hier, hier unten die Kreissäge, die haben wir gerade bisher noch nicht tangiert. Wow, das war knapp. So, schneller dran knüppeln und wieder nicht durch. Toll. Ja, läuft, würde ich sagen. So, dort, dort, ja, sehr schön, einfach so, wow. Was ist denn? Oh, nein, nein, wer baut denn da zum Schluss nochmal eine Kreissäge ein? Wie gemein ist das denn bitte? Und wir sind durch. Ich hab einen Run, ich hab einen Run. Ich sollte es vielleicht nicht zu laut sagen, aber gerade habe ich doch einen relativ guten Run. Autsch. Kleine Sprünge sind nicht genug schön. So, kleiner Sprung, wunderbar. Großer Sprung drüber. Jetzt wird's interessant. So, hier kannst du mich nicht treffen. Hinterher. Drüber. Aha. Okay, das könnte dann vielleicht doch nochmal relativ sehr interessant werden. Kann man das hier unten nicht ein bisschen schöner machen? So. Kann da sogar sehr schön durchgehen, muss ich sagen. So. Ja, außer man berührt natürlich da die Kante. Oder man springt einfach zu klein, weil man es kann. Ne. Warum macht man das? Weil wir es können. Wow! Der Sprung war nicht gut. Hallo, was soll denn das hier? Ich versuche es irgendwie auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber ich glaube, ich gerade das so Gefühl. Puh, das war knapp. So, hier haben wir das raus. Jetzt hinterher, drüber, fertig. Alter! Wie soll das gehen? Wie soll das, schön aussehen und funktionieren. Hm? Komm, das hier ist, glaube ich, so das letzte Level, wenn ich mich nähere. Danach haben wir es geschafft. Und ja. Ich habe mir schon mal das erste Level der Dark World angeguckt. Ab da an wird es erst richtig mies. Shadam miese Digga, ey. So in etwa wird das. Also sowas Mieses habe ich da echt noch nie gesehen. Oh, hier dran vorbei. Habe ich denn hier vielleicht auch einen Punkt, wo ich... Ja, hier kann ich erstmal stehen bleiben. So. Und so. Okay. Aha. 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 Das wird ja oben dann nochmal richtig schön. Nett. In Bezug auf, kleine Sprünge drüber, drunter, her, mittendrin und immer mehr. Besonders ist das hier sehr nett. Wow. Warten, da kurz warten. Da drüber.
Du hast ein Muster. Nein! Ich wollte gerade sagen, du hast ein Muster, ein festes sogar. So ein schönes, einfaches sogar war das gewesen. Na, zu toll gedrückt zum Springen. Ja, man muss hier das Sprungmuster vernünftig beherrschen. Geht das eigentlich? Aber ich hab's wieder gesagt, es geht eigentlich. Und damit ist es auch schon wieder vorbei, wie man ja auch sieht. Ja, ganz und gar vorbei. So. Nein, so natürlich nicht. Na komm. Das ist doch so schön. Das sieht, also das ist auch mal so ein schönes, das ist sogar mal ein Level, das finde ich persönlich schön. Insofern da jetzt nicht der Übergang der Fretz-Datei war. Wo man echt gut durchgehen kann. Was ist denn das jetzt hier? Kleine Sprünge, große Sprünge, kleine Sprünge, große Sprünge. Ist doch nicht so schwer zu merken, oder? Ich kann hier auch vorsichtig durchgehen, ist auch kein Ding. Wie lange darf ich hier eigentlich für brauchen? Und das ist wirklich das letzte Level? 45 Sekunden. Okay, das wird schon überprüft. Nein, jetzt haben wir natürlich die ganze Gelee-Grütze hier weggemacht. Aber bedingt dadurch, dass jetzt die Gelee-Grütze anscheinend weg ist. Okay. Ich wollte gerade sagen, kommen wir hier eventuell etwas schöner durch, weil es ist nicht mehr so glitschig. Aber ja, das hat sich das Spiel ja dann anders wow, das war knapp gedacht. So, warten, hinterher, rüber. So, jetzt und dazwischen. Sehr schön. Dadurch. Ja, das ist hier nochmal sehr nett. Nein! Ey, ich hauche den. Ich mach nur auf die Sprungtaste so. Und was macht er? Er macht... So. 10 Sekunden geschafft. Vielleicht die Hälfte des Levels. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Weil ich ja noch nicht so weit oben war. Aber es ist eben gerade egal, weil ich ja hier direkt mal wieder da oben da nicht zwischendurch komme. Das, was danach kam, das war ja echt Pipifax. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wow. Ja? Könnte ich hier vielleicht mal oben drauf? Danke. Oh, jetzt. Geht doch. Hier heißt es nämlich nur kurz mal warten. Muss ja nicht darüber. Hier heißt es nur richtig springen, damit man einen großen Sprung macht. Hier heißt es kurz an der Stelle warten. Okay. Nein, ich wusste es. Aber da oben war auch schon das Ende zu sehen. So, ein bisschen konzentrieren hier und dann geht das eigentlich. Ist das schaffbar? Ist alles schaffbar? Na, sonst wäre es auch nicht drinnen, ne? Was Unschaffbares hat er ja hier zum Glück netterweise nicht so reingetan, wie das, was ihr im nächsten Video, also in dem Video hier nachsehen werdet. Ja, das nächste Video wurde vor diesem Video aufgenommen. Komisch, es sich auch anhört, aber ja, so ist es halt. So, jetzt. Nein, jetzt nicht. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Hm? Was ist denn das, Mensch? Komm, das kriege ich doch hin hier. Wenn ich das nämlich noch schaffe, dann mache ich mich noch an die Dark World Nummer von. Von The End, damit wir die auch schon mal fertig haben. Und dann brauche ich nur noch eine Dark World machen. Und dann haben wir's. Ne, zwei Dark Worlds. Und dann haben wir's. Oh, super Glitch Girl, ne? Bleib doch einfach da mal oben drauf stehen. Nein, tust du nicht. Sehr schön. Stattdessen stirbst du da wieder an irgendwelchen dummen Kreissägen. Wo du eigentlich durch warst. Ich habe es genau gesehen. Die Zeitlupe für mich selber an, mehr oder weniger. Eigentlich nicht, aber meine Augen nehmen das Ganze hier nur noch in Zeitlupe wahr. So, wow. Steht da? Stehst du nicht, ne? So. Jetzt. Warum ist denn der zweite Sprung da immer da drinne? Das ist doch unlogisch, Mensch. Kann doch nicht sein. Ich spring da perfekt durch und er meint, ich bin da drinne. Hier, genauso.
war ich auch drüber. War ich durch. Da war's gerechtfertigt. Da sehe ich es ein. Da war ich total in der Säge drin. Ne, da war ich auch. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, und da sowieso. Aber da war ich vielleicht auch drin. Ist doch nicht wahr, ey. Also, ob der Entwickler genau gewusst hätte, ja, der Hello, der kann hier kleinen Spuk geht gerade nicht so gut, weil das Gamepad das nicht so gut macht. Deswegen machen wir ihn einfach mal damit fertig, indem wir uns hier hinsetzen und mal nur so kleine Sprünge zum Großteil einsetzen. Und am besten noch zwischen zwei sich bewegenden Objekten. Weil es ist so cool und so, weißt du? Wahrscheinlich hat er ja auch genau diese Stimmlage drauf, der Entwickler. Na, geht doch, warum nicht gleich so? Kurz warten. So, drüber. Nein, ich wollte doch unter dem Safe Spot runterher, wo das schon gerade so passend war. Hä? Wie bin ich denn hier? Warum bin ich denn jetzt so komisch aufgesprungen? So, ein Ding ist hier. Ja, genau. Mhm. Der kürzeste Sprung der Welt. Also, es gibt ultra kurz, es gibt kurz, es gibt mittel, es gibt lange Sprünge und es gibt hohe und weite und so. Und ich habe ihm gerade den ultra kurzen gemacht. Und ich möchte jetzt hier ultra kurz einfach mal da durch. So. Wunderbärchen. Hinterher, drüber. Ja, genau. Wieder zu weit gesprungen. Hier, so kleine Sprünge muss ich dafür eigentlich machen. Aber nein, was mache ich? Ich mache wieder sowas. Und ich einfach davor knalle. Och, komm jetzt, Baby. Baby Girl, hm? Baby Doll. Für alle, die Sucker Punch gesehen haben, wissen jetzt, warum ich das sage. So, komm, wir wollen Blondie doch nur retten. Mehr wollen wir doch gar nicht heute noch. Mehr wollen wir nicht erreichen, hm? Ich möchte ich einfach nur die normale Welt hier von dir abschließen. Nie wieder betreten müssen. Nach Möglichkeit. Ja, oder du springst einfach gar nicht. Natürlich auch eine Möglichkeit. Oh, ja, natürlich. An der einzigen Stelle, wo ich eigentlich bisher immer sehr gut durchgekommen bin, fehle ich jetzt auch noch rum. Ja, kann ja jetzt hier was geben. Feg dich doch ins Knie so langsam, ey. Hauptsache alles voll mit diesem verkackten Scheiß-Kreissägen. Ey, das zerrt. Es zerrt. In einer Zeit zerrt es einfach nur noch. Besonders geht es ihm gerade wirklich mal wieder voll und ganz auf den Daumen. Weil es ist ja nur ein Daumen, der hier wirklich ausgiebig genutzt wird. Und das ist der Sprungdaumen. Und noch nicht mal der ganze Sprungdaumen wird genutzt. Nein, es wird nur ein klitzekleiner Teilbereich davon genutzt. Weil ich hier ja nur kleine Sprünge machen darf. Und deswegen drücke ich da auch nur so ganz leicht drauf. Und aber trotz alledem macht er dann zwischendurch einfach mal so, wow, 5 Kilometer Sprünge. Es ist ja nur davon abhängig, wie doll ich drauf drücke, wie hoch und wie weit und ich so springe. Ja, oder einfach wie spät ich auch springe. Das war jetzt wirklich mein Fehler, da bin ich viel zu spät gesprungen. Aber ansonsten sind wir uns einig, ist einfach das Spiel schuld. Fertig. Wer was anderes behauptet, könnte eventuell damit sogar recht haben. Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Das jetzt hier schaffen. Ja, aber nicht so. 5 Minuten davor schon losgesprungen, ey, bevor man da überhaupt dran sollte. Da kann man bestimmt auch mit einem Sprung durch, aber es bringt einem ja dann auf der nächsten Etage hier nichts. Ich meine, das hier ist ja dann noch relativ gut getimed. So. Ach, danke. Kurz warten. Hinterher drüber. Ja, jetzt müssen wir mal. Ah, wow. So, jetzt wird es nochmal lustig. Lustig, fantastikerisch, könnte man auch schon sagen. NGT, na dann tschüss. Das NGT, na dann tschüss, das werden wir gleich erst schreien, wenn wir hier fertig sind mit dem Level. Es geht nicht, es geht nicht. Es ist nicht wahr. Daumen, hör auf weh zu tun. Unter Schmerzen wollen wir hier das Bandage Girl da durchkriegen. Sie tut sich ja auch jedes Mal weh, wenn ich sie hier irgendwie gegen eine Kreissäge flatschen lasse.
Also muss ich das jetzt hier einfach, diese Schmerzen hinnehmen, die ich habe. Sup, sup, sup. Ne, da warte ich lieber ganz kurz. Oh, danke. Ja, jetzt, ja, Oh, geh doch da oben rein, du blöden... Ja, natürlich, das sind wieder diese tollen Sprünge. Oh Gott, die habe ich ja gefressen. Hätte er die nicht am Anfang setzen können, irgendwie so komplett umgekehrt. Umgekehrt finde ich das Level eben gerade richtig nice. Hätte man die schwersten Stellen so am Anfang. Und wenn er es dann durch hat, dann kommt hier nur noch dieses einfache Hoch- und Runtergehüpsel. Das geht dann. Aber nein, wir haben ja hier das genau so rum, wie wir es hier gerade haben. Ja, viel zu hoch, viel zu weit, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter springen wir in die Kreissee rein. Okay, Leute, ne, es geht nicht mehr. Es geht echt nicht mehr. Ich habe voll den Krampf. Ich habe einen verdammten Krampf, weil ich hier nur diese mikro beschissenen Scheißsprünge machen muss. Oh, keiner in meiner Freundesliste hat das bisher geschafft. Cool. Das soll vielleicht auch was sagen, ich weiß es nicht. Ja. Ich würde sagen, das reicht erstmal wieder vom Meat Boy. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, beziehungsweise die nächste Folge ist ja aufgenommen. Wir sehen uns dann bei der übernächsten Folge dann wieder. Ich bin euer Hello 1986, beziehungsweise ihr guckt euch natürlich die nächste Folge an. Das war Super Meat Boy. Bis dann.